Aber das mit dem Zeitlevel, das wurmt mich immer noch. Das wurmt mich immer noch extrem. Welches Level machen wir jetzt als nächstes? Hier hinten war da noch eins, ne? Oder? Ne, das war gesperrt. Das war das Gesperrte. Dann... Da vorne ist eins. Dann machen wir jetzt erstmal dunkles Tal. Würde ich mal sagen. Ja, ich muss nur kurz was suppeln. Moment. Vielleicht kann mir ja irgendjemand Tipps geben, wie ich diese Zeitlevel, das Zeitlevel effektiver oder ja, besser hinkriege. Vielleicht probiere ich es auch privat nochmal. Mal schauen. Ich habe gerade einen Frosch gekillt, okay. Okay, das sind wir hier. Als ob dein Schild dir irgendwie hilft, Junge. Achso, hier ist eine Plattform. Ich dachte, der hat einen Irokesen, der Typ. Okay, alles klar. Oh, schon wieder so eine Kiste. Tja. Okay, es ist so eine Art Big Boss. Okay. Ich dachte, dann könnte man irgendwas rauskloppen, aber egal. Hätte ja sein können. Hier geht's hoch. Hier. Und, wow. Ja, das war jetzt voll gekonnt. Das war jetzt voll das Profi-Game hier. Ich spring viel zu früh. So. Zack. Und. Wir müssen auf jeden Fall erstmal links rüber. Wir können natürlich auch runtergehen, aber ich gehe erstmal hier links rüber. Hui. Ernsthaft? So ein riesen Gegner und dann nur ein Feuer. Okay. Ja, ist ernsthaft. Erstmal die Edelsteine. So. Nein. Ach, gerettet, Alban. Ach, du bist es. Ich wusste nicht, ob du den nervigen kleinen Wesen entkommen würdest. Mich stören sie zwar nicht, aber ich habe einen Tipp. Ihre Metallrüstung ist feuerfest, hält aber keinem Sturmangriff stand. Die Information kommt sehr früh, muss ich ganz ehrlich gestehen. Wäre ich nie im Leben drauf gekommen. Hey. So, gehen jetzt erstmal hier runter. Boah. Alter, habe ich mich erschrocken. Au! Ich wollte eigentlich auf den zustürmen. Oh fuck. Okay, da kümmern wir uns gleich dann drum. Okay, jetzt ist es getroffen. Mit dem Zielen ist auch nicht so einfach hier. Quacksalber, Quacksalber. Oink, oink, oink. Okay. Ich frage mich, wie die Ogre hier hoch reingekommen sind. So. Okay, muss ich wieder hier hochkommen, aber ist ja egal. Ist ja egal. Das ist ja egal, ob ich hier wieder hoch muss. Drum geht's noch was. Komm ich von hier aus dahin? Ja. Was bist du? Ein Glubschi. Dich nenne ich Glubschi von Hans Wurst. Einfach mal, weil ich es kann. Aua. Entschuldigung.
Habe ich zu tief eingeatmet? Eins, zwei, drei. Okay. Wir befreien den Drachen hier nochmal eben, dann gehen wir rüber. Gerettet, Darius. Gegen große Gegner wie diesen Nord mit Keule kannst du nicht stürmen. Aber eine schnelle Flamme sollte sie besiegen. Das sah ein bisschen aus wie sein oder nicht sein. Das ist hier die Frage. Und ja. Dass Stürmen nichts gebracht hat, das ist mir schon klar. So, das heißt, wir müssen den hier anders loswerden. Okay. Doch easy. Noch einer von denen. Oh, verdammt. Oh, verdammt. So. Bisschen tricky. Kleines bisschen tricky, aber finde ich gut. Okay. Das scheint mir nach Wasser auszusehen. Wo ich noch nie in meinem Leben Wasser gesehen habe. Ich glaube, das ist Wasser. So magisches Wasser. Ah, Schlüssel. Ah, das ist der Schlüssel zur Truhe. Okay. Wow. Die gehen wir dann gleich direkt mal öffnen. So. Gerettet, Oswin. Spyro, soll ich dir was verraten? Mit Aktion kannst du heranzoomen und dich umsehen. Oh, dein Geheimnis ist bei mir sicher. Mit Aktion kannst du heranzoomen und dich umsehen? Ja, okay, das ist aber nicht Aktion, das ist eine andere Taste. Okay, warum sollte ich mich umsehen? Warum zum Henker sollte ich mich hier umsehen? Ist hier irgendwas versteckt? Ist das ein Geheimnis? Ist das irgendwas Wichtiges? Irgendwas, was ich herausfinden sollte, bevor ich das Level hier beenden sollte? Ich habe keine Stimme mehr. Nein, keine Ahnung. Jump, jump, jump. Okay, ich glaube, ich weiß, wo die anderen Diamanten sind. Also anderen Kristalle. Wie fahren wir denn hier? Einer. Es wird einer. Ernsthaft. Ein Kristall fehlt. Boah, das ist mies. Deshalb ich hier überall nach diesen blöden Kristall suchen, oder wie? Oh, Backe. Ich suche es nach diesem einen Kristall. Und wenn ich jetzt 3 Stunden hier sitze, dann ist das halt so. Aber ich suche jetzt nach diesem einen Kristall, der sich irgendwo hier in der Welt noch versteckt. Boah, das ist mies. Das ist richtig, richtig mies. War hier noch irgendwas? Nope. Da drüben vielleicht? Aber... So. Ist okay, ging es hier rüber. Hier gibt es kein Kristall, dann wird er wahrscheinlich unten irgendwo sein. Ich hoffe, dass er auf jeden Fall hier irgendwo ist, weil diesen einen Kristall will ich noch haben. Es geht immerhin um einen blöden da. Wuhu! Sind aber echt mies versteckt teilweise, die Dinger. Muss man ganz ehrlich sagen. Verdammt, jetzt habe ich gar nicht auf die Zeit geachtet, wie lange jetzt die Folge geht. Keine Ahnung. Ich mache noch keine Ahnung. Egal. So, jetzt haben wir auf jeden Fall alles hier fertig. Sowas mag ich. Sowas gefällt mir. Und das Fluglevel, das werde ich irgendwann nochmal ausprobieren. Irgendwann mal.
Bis dahin werde ich sie. Ich werde sie zwischendurch natürlich versuchen, klar, aber ich werde sie nicht schnell, also wenn ich sie nicht hinkriege, werde ich sie auf jeden Fall erstmal sein lassen. Lohnt sich nicht, nämlich da irgendwie groß rumzuprobieren, wenn man dann eine schlechte Laune von kriegt. Das macht dann keinen Spaß. So. Okay. Bisher scheinen die Aufnahmen auch soweit alle ganz gut zu laufen. Hier steht sogar drauf hier. Die Spiele 2 und 3 müssen aus dem Internet heruntergeladen werden. Diese Disk enthält mit Spiel 1 und der Anleitung zum digitalen Herunterladen für die Spiele 2 und 3. So. Das haben wir jetzt 100%, aber das wird nicht angezeigt. Aber egal. Egal, lassen wir es so. Nächstes Level. Ja, die lassen wir erstmal so. Ich weiß nicht, was man mit den Kristallen macht. Das weiß ich nicht. Ach, das ist ein Bötchen. Das geht aber nur, wenn wir alle Drachen gefunden haben, soweit ich verstanden habe. In dem Zeitlevel gibt es kein Drachen finden. Das ist das Gute. Ach, wir haben jetzt da vorne haben wir noch einen Ausgang. Okay. Nächstes Level hier. Was sind das denn für Dinger? Was war das denn für Dinger? Ich habe keine Ahnung, was das für Dinger sind, aber da oben ist noch ein Level. Halt. Ist das so Trefferpunkte oder sowas? So, wir gehen jetzt in die Altstadt, würde ich sagen. Oder in der nächsten Folge? Verdammt, wie lange geht denn die jetzt hier? Ich guck mal kurz, ob ich das irgendwie so nachgucken kann. Ich kann natürlich keine Dauer jetzt einsehen. Okay, warte. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Woran ich das sehe? Die Gigabyte-Zahl ist noch zu klein. Aber so lange gehen die Level ja nicht. Ansonsten geht die Folge immer ein bisschen was länger. Reisen nach Altstadt. 491 Kristalle haben wir. Not bad. Not bad. Hui. Bitte seid mir nicht böse, wenn ich manche Level nicht vollständig fertig mache oder auch mal auslasse. Ich denke mal, da kann jeder, so ziemlich jeder eigentlich auch mitreden. Wenn man schlechte Laune kriegt beim Spiel, hat das Spiel keinen Sinn. Boah, jetzt Nuggets, Alter. Oh, das wär's geil. Ich kapier's mit der Libelle einfach irgendwie nicht so wirklich. Okay, die kann ich öffnen. Gerettet, Nils. Herzlich willkommen in der Altstadt, Spyro. Gleite zuerst in die Gegend, in der die Bullen sind. Sieh dich dort gut um. Okay, also bei so einem Outfit-Style oder Design des Drachens habe ich eigentlich so einen französischen Akzent erwartet. Okay. Der guckt so komisch. Okay, die Bullen sind weg. Die Bullen, 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 Bullen. Ah, okay. Coole Sache. Hier muss man auf jeden Fall noch ein bisschen gleiten. Das ist gut. Wenn man nicht gleiten kann, dann kann man nichts machen. Was sind das für Punkte da oben rechts? Ich weiß. Ah. Wird geladen. Ach, verdammt. Okay, hier letzter Speicherpunkt. Hier sind wir diese Trefferpunkte. Okay. Keine Ahnung, was die bedeuten. Wir haben jetzt, glaube ich, ein Leben verloren, ne? Ja, ein Leben haben wir verloren. Wir hatten nämlich vorhin 12. Da habe ich nicht aufgepasst. Das passiert mal, das passiert, das passiert. So, nächsten Drachen. Gerettet, Devlin.
Danke, Spyro. Mein Flügel hat ganz fürchterlich gejuckt. Wusstest du schon, dass du am längsten gleiten kannst, wenn du in der Spitze deines Sprungs Sprung drückst? Ich liebe Wiederholungstäter. Okay. Mach dir zwei ruhig mal. Oh Gott. Da komme ich nicht hoch. Wir lassen die zwei erstmal da. Okay, wir gucken das mal hier oben an. Blöde Hühner. Das ist aber wahrscheinlich zum Schutz der Bullen, die. So. Wir haben hier unten schon einen, der da rumeiert. Da brauchen wir nicht noch einen. So. Au. Nein. Oh. Okay. Wir haben noch einen Drachen. Da ist noch einer. Gerettet. Alvar. Spyro, hast du einen blau gekleideten Mann gesehen? Dieser Dieb hat ein Drachenei gestohlen. Du musst ihn aufspüren und das Ei zurückholen. Lauf, lauf. Ich bin etwas außer Puste. Ich finde die Synchro echt gelungen. Auch wenn sie hier und da ein bisschen asynchron ist. Okay, ist noch irgend so ein Dach will ich. Wie komme ich da hoch? Auch wenn es ein bisschen asynchro ist hier und da, habe ich das Gefühl zumindest. Da oben ist der. Okay, ich möchte gucken, wie komme ich da hoch? Okay, hier komme ich nicht mehr hin. Also ich werde wahrscheinlich von hier oben irgendwo dahin müssen. Jo, wie? Weil wir kann ja gar nicht so hoch springen. Das ist jetzt gerade ein bisschen... Das ist jetzt tricky. Werde ich die Welt verlassen müssen? Nee. Das ist eine gute Frage. Hühner, ja. Okay, da komme ich nicht mehr dran. Die Kristalle bei euch. Das ist die Frage, wie komme ich da hoch? Rüberschwimmen kann ich, also rüberfliegen kann ich nicht. Aber dieses Vieh, das macht mich langsam wütend. Also ganz langsam. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt mal hier raus muss und dann wieder von vorne anzufangen. Sie wirkt für mich stark danach. Dann machen wir das einfach mal. Und dann gehen wir gleich direkt nochmal rein. Und dann müssten wir eigentlich ja wieder am Anfang starten. Und dann, ja, dürften wir eigentlich einen anderen Weg nehmen können. Glaube ich. Glaube ich, denke ich, weiß ich, hoffe ich. Irgendwie sowas. So, okay. Und dann gehen wir wieder zurück.